Also, hallo, mein Name ist Altan und erstmal werde ich Ihnen kurz das Team vorstellen. Also, wir haben Gabriel, Philipp, Luca, Andreas und Berkan. Und wir haben uns halt gedacht, man denkt sich halt, ich will laufen gehen. Man geht dann vielleicht ein, zweimal laufen, aber nach einer Zeit hat man halt einfach keine Lust mehr dazu, laufen zu gehen, weil einem einfach die Motivation fehlt. Und da kam mir auf die Idee, Social Running, uns zu überlegen, dass man halt sich mit anderen Leuten trifft und dann gemeinsam diesen Sport ausführt. Und das wäre dann zum Beispiel, und dann andere Leute geben halt an, wann sie wo laufen und dann kann man sich denen anschließen oder man kann eigenständig ein neues Event hinzufügen. Und somit wird man halt auf lange Sicht motivierter bleiben und auch neue Leute kennenlernen, Erfahrungen austauschen. Und das ist halt so das, was wir uns dabei gedacht haben. Okay, ich darf Ihnen jetzt einen Teil unserer App vorstellen. Und zwar als allererstes unsere Registrierung. Und zwar haben wir uns überlegt, mit einer Userverwaltung zu arbeiten. Und zwar, dass sich jeder Benutzer einmalig registrieren muss und dann immer neue Events hinzufügen kann oder auch in Events teilnehmen kann. Denn das ist wirklich etwas, womit wir uns absetzen möchten, wirklich von der Masse, ist, dass es nicht nur, dass man nicht nur sagen kann, wo etwas stattfindet, sondern dass man auch aktiv daran teilnehmen kann und man sich daher auch so viel besser absprechen kann unter den Teilnehmern. Also wir haben schon mal ein bisschen Daten hier in die Registrierung in die Registrierungsmaske eingegeben. Ich drücke jetzt einfach mal den großen Daumen-Button. Und wie Sie sehen, kommt jetzt schon die Google Maps-Anzeige von Köln raus. Wir sind da, wo Sie sind, hier steht, schwer zu erkennen, am Medienpark. Wir haben schon ein paar Daten hier, also wir haben schon ein paar Treffpunkte in der Kölner Innenstadt. Was man auf jeden Fall sieht, ist halt eben wirklich diese Fullscreen-Map, die wir anzeigen. Die Map-Visualisierung kommt von Google Maps. Und ja, eine schöne Sache, die wir wirklich implementiert haben und worauf wir gerade echt stolz sind, sind Cookies. Kekse. Heißt praktisch, dass falls ich mich einmal angemeldet habe auf dem Gerät, kann ich jedes Mal auf die Seite zugreifen, ohne mich erneut anmelden zu müssen. Das heißt, wenn es passieren sollte, und wir hoffen gerade alle, dass die Demo diesmal funktioniert, wenn ich wieder auf die Seite gehe, werde ich automatisch auf meine Kölner Innenstadt umgeleitet, ohne jedes Mal einen Login-Prozess durchführen zu müssen. Wir sind noch nicht fertig. Unser Server funktioniert mit Node.js. Das ist praktisch eine der modernsten Technologien, die es heutzutage gibt. Und unsere Datenbank läuft mit MongoDB. Das ist auch eines der schnellsten Databases, die es gibt. Zur Frontend? Also, ja, zu den Funktionen erstmal. Also, wir haben hier natürlich nicht nur die Events angezeigt, sondern wir haben jetzt auch etwas, womit der User auch eigene, also der User kann kurz gesagt eigene Events auch erstellen. Hier haben wir ein Formular, klicken wir jetzt mal weg. Man tappt drauf, sagen wir sind jetzt auf der Ostheimer Straße und dann kann man angeben, was man machen will, wo man das machen will. Also hier kann man, die Koordinaten liest Google Maps automatisch aus, aber man kann ja zusätzlich noch Straßennamen oder irgendeinen spezifischen Ort angeben. Dann haben wir noch die Startzeit, also um wie viel Uhr wir das machen. Also 5 Uhr morgens jetzt, 5.30 Uhr. Ort. Und hier kann man natürlich noch die Dauer einstellen. Also es geht bis 480 durch 60 ist 8 Stunden. Beschreibung. Und dann ist das eingetragen. Also, das waren jetzt ein bisschen 2 Minuten Zeit zu wenig. Das wird jetzt nicht angezeigt, aber es ist eingetragen. Und, unsere Ausblicke wären dann noch, dass man halt listenartig die ganzen Events anzeigen kann und daneben noch so ein Button kommt, wo ein einzelner User sagen kann, ich nehme dran teil und das dann direkt angezeigt wird. Also das ist jetzt, was man so in Zukunft halt implementieren könnte noch. Ich erzähle euch etwas übers Frontend. Wir benutzen die Google Design Sprache, also das neue Material Design, wie man auch sehen kann überall.
Wir haben auch eine Suche, die wurde jetzt noch nicht gezeigt. Und dort kann man auch verschiedene Events suchen. Des Weiteren benutzen wir verschiedene Frameworks von Google, wie die Google Maps API und noch ein Framework, das nennt sich AngularJS. Und damit haben wir Struktur in unseren Code gebracht. Also damit ist alles Large Scale. Was man auch noch erwähnen sollte, ist, dass die Website auf dem Handy sogar genauso gut funktioniert wie auf dem PC, wenn nicht vielleicht sogar besser. Da wir das noch nicht ausprobiert haben, wissen wir es nicht. Zumindest funktioniert es sehr gut, weil sie darauf auch ausgelegt ist.